Ey Boss, wie sieht's aus? Welche Masche ziehen wir dieses Jahr durch? Ja, was eine Frage, Alter. Die Weihnachtsmannmasche wie jedes Jahr, du Idiot. Ja, haben wir überhaupt genug Käufer für die ganzen Bestellungen? Ja, normal, Habibi. Was redest du da? Guck dir die Liste mal an. Full, full. AMGs, Rolex, Bruder, dieses Jahr ist Feierabend, Feierabend. Geil, geil, sehr gut, Boss. Ja, und wie, du Anta? Dieses Jahr ist die Lage heiß. Ich brauche volle Konzentration von euch. Konzentriert euch noch auf krasse Häuser. Weißt du, was ich meine? Los, los, los. Na, geh mal weg, Mann, geh mal weg. Jalla, zeig mal, was du drauf hast. Zeig mal, was du gelernt hast. Jalla. Was funktioniert nicht? Das funktioniert nicht. Wofür hast du 2 Jahre Ausbildung gemacht bei mir? Geh mal her. Zieh meine Schuhe auf, zieh meine Schuhe auf. Guck dir die Jugendliche an, Mann. Das macht nicht Stress bei mir, Peter. Abu ist ein... Nein, warte draußen. Hallo, Jella, steh mal auf da. Oh, der Weihnachtsmann ist da. Ja, Habibi, heute ist ein großer Tag für dich. Und wenn du lieb bist und kooperierst, bekommst du große Geschenke. Ja, okay, ich bin brav. Ja, hör mal zu, mein Kind. Ich weiß, du hast dir schon immer ein Trampolin gewünscht. Ja, wo ist das? Langsam, Habibi. Erstmal musst du was für mich tun. Ja, was denn? Ja, Papa hat sehr, sehr viel Geld. Stimmt, bei euch läuft. Ja, sehr viel. Gut, aber jetzt musst du mir sagen, wo Papa seine Rolex-Uhren hingetan hat. Aber warum? Mein Kind, das verstehst du erst, wenn du erwachsen bist. Aber ich sag dir das nicht. Ich darf nicht. Habibi, hör mir mal zu, guck mal hier, das sind 100 Euro, damit kannst du dir alles kaufen, was du willst. Die bekommst du, wenn du mir sagst, wo Papa seine Rolex-Uhren hingetan hat. Ja, das bin ich schon mal besser. Ajo, Papas, komm. Verbrecher, ruf die Polizei! Habibi, entspann dich, nicht anrufen! Das sind meine Helfer, die sind schwarz angezogen, damit die draußen keiner sieht in der Nacht! Aber es ist ein Wort, Handy hier, ja? Ah, okay, ich dachte Ja, Habibi, wir sehen uns nächstes Jahr wieder, okay? Ja, ich freue mich. Ich sage Papa, dass er mehr Rolex kaufen. Ey, Habibi, so will ich dich haben. Ich küsse deine Augen. Jalla, bye. Steh auf, ja, Antar! Und der Weihnachtsmann ist da! Ja, mein Kleiner, der Weihnachtsmann ist da! Ja, der Weihnachtsmann, da sind meine Helfer sind das! Hast du mal Geschenke dabei? Natürlich! Dafür stehe ich mit meinem Namen, oder? Ja, wo sind die denn? Habibi, das Leben besteht aus Geben und Nehmen! Du wolltest doch mein Nachfolger werden, oder? Ja, klar! Ja, dann zeig, was du drauf hast! Wo ist das ganze Gold? Leck, Mann, was machst du da? Was denkst du, mit wem du redest? Denkst du, du redest mit Katar oder was? Glaubst du, das Kind hat das ganze Gold geklaut? Tut mir leid, Boss. Leck, gib mal beiseite und lass den Profi dran, Abus, Antar, Abus. Habibi, tut mir leid wegen meiner Kollege, der ist ein bisschen kaputt im Kopf, ein bisschen Schaden. Der weiß manchmal nicht, was der macht, okay, Habibi? Ja, kein Problem. Leck, hast du nicht gelernt, wie man die Zunge locker macht? Guck und lern. So, guck mal her, Habibi, ich muss mit dir reden. Guck mal her, mein Schatz, guck mal her. Schau mal, ich muss dir eine sehr, sehr wichtige Sache sagen, okay? Ja, was denn? Und zwar musst du wissen, dass Gold eine sehr, sehr schlechte Sache ist. Gold verschmutzt die Umwelt. Und deine Mama hat bestimmt ganz, ganz viel davon. Und wir müssen das finden, ich und meine Jungs, und das schnell beseitigen. Hätte ich doch gar nicht, Gold ist was Gutes. Habibi, du verstehst mich nicht, du hast mich nicht verstanden. Warte mal kurz. Hier, das sind 100 Euro, halt das mal kurz. So, warte mal.
Was hast du nochmal gesagt? Ah ja, stimmt, Gold ist schlecht. Ja, sag ich doch, Habibi. Und jetzt musst du mir sagen, wo Mama das Gold versteckt hat. Ja, okay, komm, ich zeig dir das. Komm, komm, komm. Halt, halt, wach! Kürbis. So, zeig mal, wo ist das? Wo ist das? Da drunter ist das ganze Gold. Hä, was ist da drunter? Da drunter ist ein Tresor. Ah, und wie ist der PIN vom Tresor? 8082. Ah, ich küsse deine Augen, Habibi. Warte. Oder geh raus, geh raus, geh raus. Ja, oh ja, sie war ein Jackpot, 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 Bruder. Abus, Alter. Was denn? Hey, wo sind denn meine Geschenke? Like, Habibi, wo lebst du? Wir haben 2018. Glaubst du, der Weihnachtsmann trägt noch Geschenksäcke? Du bekommst deine Geschenke per Post, Pakete, Pakete mit Auto. Verstehst du? Mach dich auf schöne Geschenke gefasst, ja? Ah, okay. Danke, Weihnachtsmann. Und sag deiner Mama nichts und kommen die Geschenke hier nicht an, okay? Okay. Der Boden ist teurer als euer Leben! Psst! Leute, wir machen Jackpot, wir gehen jetzt rein zum Kind, ja? Wo ist die Tasche? Die Türen vergessen. Ja, wir gehen da rein, rein, rein. Boss, der schläft wie im siebten Himmel. Lack, Habibi, der schläft in der siebten Etage in seiner eigenen Villa. Lack, was ist los mit dir? Komm mal her! Oh, der Weihnachtsmann! Ja, ja, Habibi, der Weihnachtsmann! Ich dachte, du kommst nie. Lack, ja, Habibi, wenn du in so einem Haus lebst, komm ich auch, wenn die Welt untergeht. Ja, ich freue mich. Hast du meine Geschenke dabei? Ich hab was du willst für dich dabei. Okay, was muss ich dafür tun? Wie? Woher weißt du das? Lack, woher weißt du, dass du was tun musst? Ich weiß nichts. Ist umsonst auf dieser Welt. Habibi, du bist ein sehr vorbildliches Kind, ne? Du kommst aus gutem Elternhaus. Ja, ich wurde sehr gut erzogen. Boah, Lack, Habibi, was habt ihr hier für ein Haus? Lack, ich sehe hier nur Mamba-Boden, draußen krasses Auto. Was arbeitet dein Vater? Was arbeitet der? Ist der Richter? Ist der Anwalt? Was denn? Nein, keins von beiden. Was? Ja, wir leben vom Jobcenter. Was? Was für Jobcenter? Wovon redest du? Woher das ganze Geld? Jobcenter bezahlt alles. Ja, aber wie kann euch Jobcenter so viel Geld geben? Normal, wegen Kindergeld. Mein Papa hat 10 Kindern gemacht. Der geht nebenbei noch schwarz arbeiten. Hä, ihr Vollspasten, warum erzählt mir keiner von euch vom Jobcenter? Und ich reiß mir die ganzen Jahre meinen Arsch auf für nix. Hey Boss, ich dachte, du weißt das. Ich lebe schon seit 10 Jahren vom Jobcenter. Ja, ich arbeite bei dir nur nebenbei auf 160 Euro Basis. Wegen Abzüge, mehr darf ich nicht verdienen. Ey, wallah, alle leben hier vom Jobcenter und ich bin hier am Schlafen. Weißt du was, hol mir jetzt sofort den Schlüssel von den AMG da draußen. Ich gehe morgen zum Jobcenter, das reicht mir. Ja, was krieg ich doch? Für? Ewa, du verstehst was vom Geschäft hier, Anne. Okay, kein Problem. Hier, 100 Euro. Habibi, hab ich gar kein Gesicht? Was? Das reicht nicht mal für den AMG-Town. Abu, Sainek, was ist für ein Kind? Der will mich aussehen hier. Kein Problem, du verstehst was vom Business. Kein Problem, warte. Weißt du was, nimm alles, aber übertreib deine Lage nicht. Hier. Ewa, Habibi, wow. Hier verdient mir vor allem mein Papa wecken. Schön, was für Papa wecken? Übertreib doch nicht mal. Ja. Immer diese Politik hier. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Baba. Ich will mich euch haben. Jalla, sitzen. 1, 2, 3, 4. Wallah, ich hab 11 Kinder gemacht, aber Jobcenter zahlt nicht viel. Egal. Ich glaube, ich muss noch ein paar Kinder machen. Seid doch mal leise, ich bin noch am Lesen. Ihr macht mir meinen Kopf kaputt. Jalla, alle aufstehen. Schlafen, wir haben 10 Uhr. Meine Fessel. Abus, Antarabus.
wohin mit euch hier, Antars? Wohin? Oh, tut mir leid, Bruder, das war die falsche Tür. Lek Habibi, wo warst du, wo ich als Weihnachtsmann unterwegs war? Hier, bei mir ist nichts zu holen, ist alles gesichert. Geht mal so schnell raus, wie ihr gekommen seid, yalla. Ey, tut mir leid, Bruder, wir sind schon weg. Gelaufen. Und noch was, ich geb dir einen Tipp, Habibi. Ja, bitte. Geh du mit deinen Jungs zum Jobcenter, ich lebe hier wie ein König. Noch ein Kind und ich knack die Million. Gut, gut, aber jetzt musst du mir sagen, wo Papa seine Rolex vorhin hingetan hat. In meiner Mama. Du bekommst deine Geschenke per Post, Pakete, Pakete, weißt du? Du. Habibi, hab ich Kacke im Gesicht? Habibi! Okay, nicht schlafen. Jetzt, komm, geh. So, meine Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, aber jetzt noch nicht wegschalten, ich bin jetzt fix und fertig und trotzdem möchte ich euch was mitteilen. Freunde, ganz wichtig, nehmt das alles bitte mit Humor, nicht zu ernst nehmen, das alles, was ich mache, das alles natürlich Comedy. Ich mache das alles, um euch zu belustigen und um euch zum Lachen zu bringen, deswegen bleibt gechillt und macht keine Filme. Noch eine sehr wichtige Sache, ich bedanke mich an alle, die mitgewirkt haben, an die Darsteller, die mitgespielt haben, an die Kinder, die überragend waren, an die Eltern und Freunde, die mir die Häuser zur Verfügung gestellt haben, denn viele von euch wissen nicht, was für eine Arbeit hinter so einem Video steckt. Freunde, ich habe in 4 verschiedenen Häusern gedreht, mit verschiedenen Kindern gedreht. Danke natürlich an die Eltern, die mir das alles ermöglicht haben. Das war natürlich nicht selbstverständlich. Und noch weiteres, auf jeden Fall, ja, die 10 Kinder oder 11 Kinder, die ich da auf einmal hatte. Freunde, das ist sehr, sehr viel Arbeit, sehr viel Organisation. Ja, was wollte ich nochmal sagen? An alle, die Weihnachten feiern, fröhliche Weihnachtstage wünsche ich euch. Jungs, feierst du auch Weihnachten? Sag einer, wie du feierst Weihnachten, schau bei Gott. Nein, Freunde, wie gesagt, feiert schön. Und ja, was wollte ich nochmal sagen? Sag mal schnell. Genau, ja, okay. Folgt mir mal schnell auf Instagram, Freunde, auf Instagram folgen, denn ich werde jetzt diesen Monat einige Sachen verlosen, deswegen seid dabei und folgt mir auf Instagram, sehr, sehr wichtig. You know what it is? You know what I'm saying? Folgt mir auf Instagram. Ne, Freunde, Spaß beiseite. Ja, Dankeschön für den Support. Ich küsse eure Augen, Freunde. Bleibt stabil, bis zum nächsten Video. Euer Jonas Jones. Peace out!